Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada 2. Ja, wir haben erstmal beim letzten Mal jetzt hier die Orks abgewehrt. Und als nächstes kommt natürlich hier gleich wieder die nächste dicke Armada. Und ich versuche hier gerade eben auch nochmal die eine oder andere Armada aufzustellen. Ich wollte eigentlich jetzt diese Truppe hier woanders hinpacken, aber im Grunde werde ich die jetzt schon wieder hier brauchen. Also warum rausspringen, um danach gleich wieder hier irgendwo reinzuspringen? Wir müssen jetzt diese Position hier verteidigen. Uns fehlen hier gerade eben die Punkte, aber ich habe hier definitiv vor, sobald es geht, ein Schlachtschiff in diese Flotte mit reinzunehmen. Und das dürfte dann auch ohne weiteres möglich sein. Dann könnten wir wahrscheinlich auch noch, wenn ich das hier richtig sehe, 492, da haben wir noch ungefähr so etwas, an die 101 Punkte übrig, ne, 107 Punkte übrig sogar. Da kann man auf jeden Fall dann nochmal hier so einen netten Jackal-Kollegen reinpacken. Da freue ich mich jetzt auch schon darauf, weil ich glaube, das Schlachtschiff wird davon massiv profitieren aufgrund seiner starken Bizbogentürme. Schauen wir mal nach Skelos. Skelos, ja, haben wir, sobald wir Turnende machen, wieder so eine Ork-Nummer am Start. Unsere Schiffe regenerieren sich hier gerade eben immer noch davon. Dann haben wir hier noch den Ork-Angriff, der hier auch noch zuschlagen wird beim Chaos. So oder so wird das für alle Seiten unangenehm. Und natürlich haben wir, jetzt hier im Agrippina, die Möglichkeit noch Dinge auszubauen. Das erste, was ich natürlich mache, ist Geld, wenn es geht. Da. Das ist das Wichtigste. Der schnöde Mammon. Damit wir so schnell wie mögliche Punkte bekommen. Ansonsten, wir haben auch noch imperialen Widerstand. Ja, alles Dinge, die wir jetzt halt einfach mal ausbauen, so nach und nach. Alle lebenden Metalls. Und schon kann ich mir nichts mehr leisten. Währenddessen hier diese Truppe hier sich natürlich auch noch weiterhin jetzt erstmal regeneriert und wir dann erst später zuschlagen können. Also wir sind momentan, obwohl wir eigentlich verdammt viele Schiffe haben, relativ wenig handlungsfähig, muss man echt sagen. Also da würde ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen. Denn die sind alle momentan gerade eben am Regen oder irgendwas deffen. Außer jetzt hier vielleicht, warte mal, Nefera. In Sentinel Worlds. Genau, da haben wir ja aber auch gerade eben abgehört. Ach Gott, stimmt, ich muss ja hier rüberspringen. Ach Gott, ich muss ja hier die Nummer hier noch verteidigen. Dinge, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Wir haben jetzt mehrere Angriffe abzuwehren. Ich freue mich total. Ach, tun wir es einfach. Tun wir es einfach, tun wir es einfach, tun wir es einfach. Es wird ja sowieso nicht von alleine besser. So, erstmal wieder die Tyranniden. Ist da auch wieder eine kleine Truppe. Ich traue der allerdings nicht über den Weg, natürlich. Wir hatten bis jetzt eine einzige Begegnung mit ihnen. Und die ging für uns äußerst glimpflich aus. Irgendwie bezweifle ich aber, dass es dabei bleiben wird. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So, da vorne haben wir wieder unsere Raumstation. Da werden sie natürlich auch wieder zuschlagen wollen. Wir gehen hier natürlich wie immer auf die entsprechenden Gefechtsmodi. Vorwärts. Yes, my liege. Und springen vor. Motive units fully engaged. Moving. Nach wie vor wissen wir nicht, wo sie sind. Deswegen schicke ich jetzt einfach mal hier die Kanonplex-Sonde in diese Richtung vor. Und dann sehen wir weiter. Okay, wir können zweimal hier pyramidale Wiederaufbau machen, das ist wichtig. Wir haben hier einmal transdimensionaler Blitz, wir haben hier einmal Skarabäus-Schwaben und wir haben einmal Stasis-Bombe. On the march! Beschleunigen wir mal, noch ist ja nichts zu sehen. Jetzt hören wir schon was. Kontakt! Okay. Ihr seid die Nummer 2. Macht einer von euch mal der vorderste. Markiert den Gegner. Und die anderen greifen die hier an. Wir gehen hier sofort auf das Gehirn von den Mistviechern. So. Weil ich immer noch behaupte, dass Gehirn wahrscheinlich sehr, sehr übertrieben ist. In der Bezeichnung her. Diese Viecher angeht. So, wir machen da vorne eine Verlangsamung hin, dass sie nicht so schnell rankommen.
Boah, das hat den hoffentlich eine mitgenommen. Machen wir tatsächlich das Ding dahin. Das kann ich mal ein bisschen vorziehen. Und trifft hoffentlich jetzt auch mal ein paar von denen. Das geht jetzt genau auf diese Linie vor. Jetzt habe ich ihn weggezogen. Super. Oder bekommt er noch Schaden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, oh, der hat aber gerade gut Schaden bekommen. Oh yeah, baby. Ja, aber es hätte effizienter sein können. Also momentan kriegen wir die eigentlich easy going weg, ne? Also, ach geil. Bin so geil, wenn gleich wieder was kaputt geht. So, das sorgt nämlich jetzt aus meiner Sicht dafür, dass der transdimensionale Blitz jetzt nicht mehr so geil ist, wie man ihn vielleicht erst gehalten hat. So, habe ich den transdimensionalen Blitz mal kurz mal hier durchgeheizt. Ach, jetzt fliegt er auf einmal in eine andere Richtung. Okay, jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr, wie der Junge funktioniert. Also ohne Witz, ich verstehe es jetzt gar nicht mehr. Ich gehe mal auf Nachladen, die sind eh nicht mehr auf einem Haufen. Die sind jetzt eh nicht mehr auf einem Haufen. Aber wir kriegen die jetzt auch relativ schnell. Oh ey, können wir mal aufhören, immer meine kleinen Tiere voll nerven. So, der letzte, ne? Der letzte. Also ganz im Ernst, die sind, also zumindest jetzt die zweite Erfahrung war, die sind machbar. Also, so meine persönliche Einschätzung aktuell. Die sind machbar. Also gar nicht so schlimm. Aber vielleicht revidiere ich das auch nochmal, wenn dann irgendwann mal nochmal Welle um Welle um Welle um Welle um Welle kommt. Das Wichtige ist halt einfach nur bei denen, die müssen halt echt zusammenhalten, ne? Das ist das, was die Necrons machen müssen. Ihre Schiffe müssen eigentlich zusammenhalten. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein Fehler, sie frei rumfliegen zu lassen, wie ich das die ganze Zeit mache. Sondern sie müssen eigentlich immer wie so eine Phalanx im All stehen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, muss es so sein. Und immer quasi gebündelt. Was heißt gebündelt? Also sie müssen gebündelt streuen. Alle zusammen ihre Streuattacken ausführen. Dafür sorgen, dass der Gegner auch immer wieder an Ort und Stelle bleibt. Das Crowd Control ist A und O. Ach Gott, jetzt haben wir die Art von Gefecht. Ja, dann gehen wir da hin, ne? Los geht's. Jump, 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 jump. Dann ist es jetzt wohl dieser Ort, den wir es hier haben wollen. Der Gegner geht dahin, das heißt, dass hier schon mal diese zwei Positionen weitgehend safe sind. Da scheint auch einer anzugreifen. Jetzt könnte man natürlich schon mal ganz, ganz keck hier den transdimensionalen Blitz einfach mal schon mal in diese Richtung schicken. Der wird ja dann irgendwann mal da durchfliegen. Langsam. Und vielleicht, wenn sie gerade eben da ankommen. Ist jetzt natürlich schon sehr hart gezockt, aber vielleicht klappt's. Ich gehe mal die Nummer 2. Da kommen jetzt hier Jäger an, ne? Na, scheiß drauf. I am the Dynasty Spear. Und da kommen auch die Jungs hier, da machen wir natürlich jetzt gleich die Sternpulswaffe. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Oh, diese Dinge werden davon gar nicht betroffen. How
Okay, jetzt habe ich ein paar Jäger rausgeschickt, die jetzt hier hoffentlich abfangen. Aber, warte mal, ich kann nochmal den transdimensionalen Blitz machen, aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Wir haben allerdings jetzt auch gleich hier die Position erobert. You have seized a strategic area. Inferior vessel sighted. Schick mal den transdimensionalen Blitz hier aus. Der sie jetzt hier hoffentlich böse erwischen wird. Ich blocke sie an dieser Stelle hier mit dem good old Stasis Bubble Gedöns. Dummerweise wird der Blitz sie wieder auch nicht treffen. Aber wir treffen sie jetzt hier so. Oh Gott, die Dinge werden hier echt langsam. Wow, doch, der Blitz hat hier was getroffen. The enemy has seized a strategic area. Entgegen aller Erwartungen. Shroud strike successful. Jetzt fliegen die halt im Kreise rum. How critical. Ich will eigentlich gar nicht, dass sie so rumfliegen. Es nervt total, dass sie das tun. Warum machen die das? What is your command? Okay, der hat gleich schon keine Manpower mehr. Natürlich haben wir hier eine Beschädigung. Warum sollten wir auch keine Beschädigung haben? So, jetzt habe ich hier mal diesen Blitzer wieder verwendet. Ja, der macht schon ein bisschen Aua. Die Betonung halt auch ein bisschen. Es ist aber praktisch durchaus, wenn man das noch zusätzlich einsetzen kann. Wie wir sehen. We are death. Hat schon was. Erledigt. Macht er sich glatt unsichtbar, der Drecksack. Jetzt gehen wir auf Einzelgeschosse nachladen. Denn jetzt sind sie eh zu weit auseinander. There will be no escape. Motive units fully engaged. Ja, den transdimensionalen Blitz spare ich mir jetzt gerade eben. They are doomed. Inferior vessel sighted. Gehen wir da rein. Aber ich frage mich gerade eben immer noch. Also ich kann den transdimensionalen Blitz jetzt nicht in die Richtung schicken, ne? Ah, ich kann die Richtung bestimmen. Ich muss mit der Maus drauf bleiben. Ja, jetzt wird's Tag. Okay. So macht das jetzt natürlich Sinn. So macht das Sinn, liebe Leute. You have seized a strategic area. Versuchst du natürlich hier zwanghaft den Teil auszuweichen, das ist natürlich klar. The enemy is seizing one of your strategic areas. Ah ja, er seized, er seized. Aber er hat auch kein Deck mehr, der Kollege. Shroud strike complete. Critical damage levied. Ja, Triebwerke beschädigt, den kriegen wir voll down. Meutert, hat überhaupt gar keine Triebwerke mehr. Jetzt müssen die Space Marines rudern im All. Weil wir den Wind aus den Segeln genommen haben. So, das war's. Müssen wir nur noch verhindern, dass der uns da drüben hier was wegnimmt. All power to motive units. War denn das gerade eben? Er hat irgendwie so ein Geschoss gerade eben verwendet. How may I serve? Okay. Wird ihm aber nichts bringen, denn er ist alleine. Einziges Problem, was ich halt habe, ist, ich entkomme ihm halt einfach gerade eben nicht. Oh Gott, das ist ja das Auge des Omnisire. Das ist ja gar kein Chaos, oder? Das Imperium?
The enemy has accumulated 25% of strategic okay, points. Ja, Adeptus Mechanicus. Ich habe ehrlich gesagt gerade eben ganz gedacht, dass ich mit dem Chaos hier gerade eben kämpfe. Ach ja, die sehen alle gleich aus für Necrons, ne? So, ich repariere, weil der hat nämlich hier nochmal Schaden gehabt, der Kollege. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, da jetzt hier diesen Kampf einfach noch ewig rauszuzögern. Lass es uns doch einfach so machen. Den Kollegen uns jetzt hier so krallen. Wenn ich Glück habe, trifft das Ding sogar. Zugabe. Ja, ich glaube, ich habe gut geschätzt. Au! Aber das macht komischerweise nur einmal. Ah doch, es macht. Nee, es macht nur einmal Schaden. Es macht nur einmal Schaden. Als nächstes gehen wir aufs Deck. Ich werde hier alle neu bauen dürfen. Freue mich jetzt schon drauf. You have accumulated 75% of strategic points. Können wir den hier endlich mal rausnehmen? Na endlich. There will be no escape. Und Britzel. Und er hat jetzt keine Chance mehr allein, logischerweise. Ich glaube nicht, dass du das siehst. Das glaube ich nicht. Und markiert. Machen wir ihn noch mal ein bisschen langsamer, dass er nicht mehr so ohne weiteres wegkommt. Und das waren jetzt auch seine Schilde, die sind nur beschädigt. Deck ist auch beschädigt. Ach, schön. Und. Plopp. So lustig, wie die Strahlen halt tatsächlich plötzlich dann hart verlangsamt werden. Au. Das war der Generator endgültig. Ja, der hat keine Hitpoints mehr, ist gleich vorbei. Deck vernichtet, gewonnen. Läuft. So, ich weiß gar nicht, haben wir nochmal irgendwie eine Attacke zu überstehen? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. You are close to victory. Genau. Wir sind mal wieder close to victory nach dem Victory. Ja, nochmal 251 Punkte. Schön. Da irgendwo noch ein Angriff? Ich hoffe nicht. Da tickert. Oh, die bauen immer mehr auf. Oh Gott, diese Mega Aug Armada. Okay. Ich würde mal sagen, liebe Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für Kommentieren. Danke für Bewerten des Videos. Und danke an meine Patrons. Und bei denen wir immer ganz vorne mit dabei, ne? Pastor Pinsi und der Devil4HD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Haut rein, macht's gut. Tschüssi. Und Ade.